Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dune. Ich bin Dr. Wolfsherz und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind in diesem Siege zusammen mit Hara und dieser Fremen-Anführer hat uns in der letzten Folge verraten, dass der Anführer der Fremen den Namen Stilgar trägt und ja, Hara konnte sich dann auch daran erinnern, wo wir diesen Stilgar finden könnten und wir sollen nun ganz westlich weit rausfliegen. Jetzt muss ich mal schauen, ob wir das hier schon sehen. Könnte das schon dieser hier sein? Ich bin gerade tatsächlich nicht sicher. Ah, nee, im Westen, Entschuldigung. Da müssen wir natürlich in diese Richtung schauen. Da! Siege Zihaya Klamm. Okay, dann werden wir da mal hinfliegen. Das ist natürlich ein weiter Flug. Aber wir haben unsere Gewürzsucher noch beauftragt, neue Sieges abzuklappern. Von daher alles gut. Wir können uns diese Reise mal ruhig eben leisten. Oh mein Gott. So, wir springen zum Ziel. Das war ein weiter Flug. Und jetzt gehen wir rein. Hier ist niemand. Hara? Ah, von hier aus müssen wir in nordwestlicher Richtung fliegen, um Stilgars Heimat zu finden. Okay. In nordwestlicher Richtung. Nordwestlich. Dann mal los. Ich bin sicher, Hara wird uns erzählen, wann es soweit ist. Einen Augenblick. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich habe dort rechts ein Siege gesehen. Okay, geh dorthin. Dann mal rein da, ne? Ah ja, Stilgar und ein Fremen ist hier. Dann sprechen wir zuerst mit Stilgar. Du bist Paul Atreides, der Sohn des Herzogs Leto Atreides. Du bist zu unseren Leuten gekommen. Dies Verhalten ehrt dich und du verdienst mit Interesse angehört zu werden. Okay, mehr will er gar nicht sagen. Dann sprechen wir mal eben mit dem anderen Fremen. So, du bist also dieser Paul Atreides, von dem wir schon gehört haben. Arbeite für mich. Ja, mein Trupp wird für dich arbeiten. Das ist schön. Dann werdet doch mal Gewürzspezialisten. Ja, ja. Der Gewürzsucher wird kommen, keine Sorge. Und dann fragen wir Stilgar, ob er uns begleiten will. Mal schauen. Wenn wir unsere Kräfte vereinen, können wir diese Eindringlinge, die Harkonnen, zurückschlagen. Wir werden dich Muad'Dib nennen. Das ist der Name der Maus, deren Schatten auf dem zweiten Mond von Arrakis zu sehen ist. Dein Wasser wird mit unserem zusammenfließen. Ja, Muad'Dib, ich bin bei dir. Okay, nice. Das war doch einfacher als gedacht. Dann geht's zurück zum Palast, würde ich sagen. Oh, wait a minute. Hier sind ganz viele neue Sieges. Nein! Jetzt habe ich versehentlich auf Wüste östlich geklickt. Ziel ändern. So, hier sind wir losgeflogen. Dann, finde ich, sollten wir die anderen Sieges auch noch eben anschauen. Oh! Hier ist ein weiterer Ornithopter. Und hier sind Sandkriecher. Wie nice. Dann sollten wir das auch nutzen. Willkommen in Erxuntabre. So, du bist also dieser Muad'Dib, von dem wir schon gehört haben. Da du Stilgar, den stolzesten Mann unter uns, überzeugen konntest, muss deine Sache gerecht sein. Wir sind auf deiner Seite. Okay. Sucht mir Gewürz. Ich habe einen Sandkriecher, ja. Ausrüstung verändern. Nimm den Sandkriecher. Fertig. Mit dem Sandkriecher wird es viel einfacher. Und, wisst ihr was? Nimm auch den Ornithopter. Der Speer sollte uns dabei helfen, Anzeichen von Sandwürmern zu entdecken. Dadurch retten wir Leben und auch Ausrüstung. Alles klar. So, die fangen noch nicht an. Ihr seht, das Ding bewegt sich nicht. Dazu muss erst wieder untersucht werden. Vielleicht gibt es noch mehr Informationen hier. 1070 Mann. Dieses Gebiet wurde nach Gewürz abgesucht, bevor wir mit dem Abbau begannen. Wir wissen, wurde nicht nach Gewürz abgesucht. Das ist eine Aufgabe für Spezialisten. Okay, ja, alles klar. Hier geht's noch weiter rein. Da ist nichts. Dann fliegen wir weiter zum nächsten Siege. Erxun Klamm. Ich fliege jetzt vielleicht nicht den ökonomisch sinnvollsten Weg. Wir haben dich vom anderen Siege aus kommen sehen. Folgt mir. Ja. Also, weil Stilgar an unserer Seite ist, ist das hier alles kein Problem. Dann fangt auch ihr bitte an mit dem Gewürzabbau, ja.
gibt's hier Ausrüstung. Hier befinden sich tatsächlich Waffen. Was gut zu wissen ist. Okay. Dann jetzt nach Erksun Zimin. Hier ist niemand. Dann noch Erksun Tueck. Und hier ist jemand. Bist du Muad'Dib, die Stimme der Außenwelt? Folgt mir. Ja, ich glaube an dich, Muad'Dib. Deine Männer und ich sind bereit. Meine Männer und ich sind bereit, dir zu helfen. So, dann. Gewürzabbau, bitte. Okay, so. Ich denke, jetzt ist es an der Zeit, zurück zum Palast zu kehren. Da oben ist der Palast der Hakonnen. So, und jetzt wird es schon etwas unübersichtlicher. Ihr seht, wir haben sehr viele Sieges inzwischen aufgedeckt und jetzt noch die richtigen jeweils rauszufinden, wird nicht immer ganz so leicht sein. Vor allem, da ich ja nun auch Pausen zwischen den Aufnahmen habe. Aber ich werde versuchen, das alles so gut wie möglich zu machen. Paul, ich freue mich, dich zu sehen. Wen hast du mitgebracht? Ich kenne ihn, Leto. Es ist Stilgar. Alle Fremen halten ihn für einen großen Mann. Sie erweisen ihm guten Respekt. Herzog Leto Atreides, das Volk der Fremen möchte dir bei deiner Ansiedlung hier behilflich sein. Eure Feinde, die Hakonnen, haben die Fremen seit jeher schlecht behandelt. Sie verachten uns, versklaven uns, töten uns. Wir würden euch gern beistehen. Wir sind durch dein Vertrauen geehrt, Stilgar, und nehmen deine Hilfe gern an. Ich bin froh, dass mein Sohn in so guter Gesellschaft ist. Euer Sohn ist ein bemerkenswerter Mann. Es gibt nur wenige seinesgleichen. Er kennt bereits 17 Sieges und 12 Truppenanführer. Wir sprechen oft über ihn und seine Mutter. Diese alte Prophezeiung, weißt du, ich war sehr begierig, dich kennenzulernen, Jessica Atreides. Ich spüre eine Kraft in dir, Stilgar. Der Blick des Vaters. Paul, ich vertraue Stilgar. Du hast den richtigen Mann gefunden. Ich bin sicher, dass seine Anwesenheit dir viele neue Möglichkeiten eröffnet. Ja, nun denn. So. Hat jemand was zu sagen? Jessica. Ich freue mich, Stilgar, den Anführer der Fremen, begrüßen zu dürfen. Ich spüre Kraft in ihm. Paul, ich fühle, dass dein Zusammensein mit den Fremen hier auf dem Wüstenplaneten etwas an den Tag bringen wird. Etwas Unvorstellbares. Du sagst, sie haben dir einen Namen gegeben. Muad'Dib. Gut. Vater, mach weiter so, Paul. Alle meine Hoffnungen ruhen auf dir. Okay, Stilgar. Ein beeindruckender Palast. Hara, ein wenig kalt, ja. Wir können dich gerne vor dem Palast parken, Hara, wenn du meinst. Okay, dann gehen wir mal weiter durch eben. Wir können ja mal in den Spiegel schauen. Ja, fällt euch was auf? Unsere Augen, sie färben sich langsam blau. So ergeht's uns hier. Seit meiner Geburt habe ich nichts als Dünen gesehen. Ich liebe diesen Planeten. Der Anblick hat dich sicherlich beeindruckt. Mach weiter so, Paul. Alle meine Hoffnungen auf dir. Okay, alles klar. Ach ja, oh ja, oh cool, ja genau. Wir können hier auch auf den roten Punkt klicken. Und dann sehen wir ein Layout des Palastes. Habe ich ganz vergessen. So, danke, was geht. 4380 Kilogramm, das hört sich doch nett an. Gestern haben wir 1090 Kilogramm Gewürze abgebaut. 90 mehr als vorgestern. Die nächste Forderung des Imperators wird in 2 Tagen eintreffen. Okay. So, haben wir irgendwelche Nachrichten? Nein, aber Tufi Hawat, gibt's bei dir was? Genau, wir haben ja Stilgar mitgebracht. Ich wusste, dass du einen würdigen Fremen finden würdest. Gut. Mit Stilgar auf unserer Seite können wir nun ernsthaft über die Hakonnen nachdenken, wenn du weißt, was ich meine. Denk daran, dass du Gurney Halleck dazu benutzen kannst, die Fremen in der Handhabung von Waffen zu unterweisen. Okay. Ein beeindruckender Palast. Soll ich dich mal hier lassen oder wie sieht's aus? Weiß ich nicht. Wir gehen mit dir mal rüber. Zu Gurney, der wartet ja hier. Stilgar ist der Mann, den wir suchen. Paul, ich habe die Waffen hier begutachtet. Wirklich interessant.
Ich glaube, ich kann nun einige Fremen ausbilden. Genauso wie ich dich vor unserer Ankunft auf Arrakis in der Waffenkunft unterwiesen habe, weißt du noch? Bringe mich zu einem Siege, wo ich diese Fremen in unserer Waffenkunst unterweisen kann. Ich habe da schon einen Siege im Sinn, ehrlich gesagt. Hara, bleib hier. Gönny, komm mit. Das haben wir alle schon gelesen. So. Ihr erinnert euch sicher auch. Hier unten gab es einen Siege, der nicht mit uns arbeiten wollte. Für euch arbeiten, haha, war da der Wortlaut. Vorher, obwohl wenn wir hier sind, haben wir sicherlich auch Kontakt zu unserem Gewürzsucher, weil der müsste eigentlich inzwischen dort sein. Dann werden wir ihn dort weiterleiten in die ganzen Sieges im Westen. Oh, eine Vision. Ah, wir haben unsere Gewürzsuche hier in Habana Tuig beendet. Cool. Karte. Da ist der Gewürzsucher. Trupp bewegen. So, die nächsten drei sind hier. Und dann hier und hier. Auf, hier geht's. Dann gehen wir mal rein. Da ist der Anführer, der sich nicht von uns überzeugen lassen wollte. Bist du Muad'Dib, die Stimme der Außenwelt? Folgt mir. Ja, Muad'Dib, ich möchte auf deiner Seite sein. Möge es dir und Stilgar gelingen, unserem Volk den ersehnten Neubeginn zu bringen. Okay, dann Befehle an Trupps geben. Und wir werden ihn jetzt tatsächlich ausbilden als Armee-Spezialist. So, die sehen rot aus. Üben jetzt hier fleißig abstechen. Keine weiteren Befehle. Jetzt müssten wir, glaube ich, Gurney hier lassen. Ich weiß nicht genau. Genau. Wenn du willst, kann ich hier bleiben und die Fremen im Gebrauch der Waffen unterweisen. Bleib hier. Gut, ich werde versuchen, diese Fremen in unserer Waffenkunst zu unterweisen. Ich bringe den Fremen bei meine Kampftechnik bei. Sie lernen sehr schnell. Okay. Oh, eine weitere Nachricht. Eine weitere Vision. Im Palast ist etwas Schreckliches geschehen. Oh nein. So. Was macht der Sandmeister noch hier? Den haben wir doch weitergeschickt. Ah nee, ja klar, der ist ja... Dieses hier muss ja noch geguckt werden. Okay. Wir kehren gleich zum Palast zurück. Vorher möchte ich Truppen bewegen. So, die Gewürzdichte einmal kurz prüfen. Ja, hier unten ist halt sehr gut. Okay, wir können die Trupps da oben nicht erreichen, aber wir müssen die Trupps... Das wird hier immer weniger werden. Dann schicken wir die Trupps weiter in den Süden. Erstmal lassen wir alles so, wie es ist. Karte ausblenden und wir fliegen in den Palast. Was ist wohl geschehen? Hast du die Nachricht im Kontrollraum gesehen? Nee. Was ist denn bitte Schreckliches passiert? Neue Nachrichten. Oh, Baron Wladimir Harkonnen. Das wird nicht angenehm sein. Ist der nicht hübsch? Ich habe ein Siege verwüstet, um euch zu zeigen, was mit euch geschehen wird. Arrakis ist mein Planet und bleibt es auch. Ha! Okay. Der Baron Harkonnen, seit langem unser Feind, immer zu den schlimmsten Taten fähig. Okay. So, welcher Siege ist verwüstet worden? Keine neuen Informationen hier. Du hast also die Nachricht erhalten. Das Verbrechen darf nicht ungesühnt bleiben. Ich plane eine Strafexpedition mit meiner Leibwache. Ich bin sicher, dass Tufir Hawat mir zustimmen wird. Ich weiß nicht. Leto ist verstört. Sprich mit ihm. Lass dich anschauen. Deine Augen, sie werden blau. Haben wir auch schon festgestellt. So, Vater. Da können wir nichts machen. Da können wir nichts machen.
Der Herzog verliert die Geduld. Es ist noch zu früh, um die Harkonnen frontal anzugreifen. Und überhaupt, warte, eine neue Nachricht ist gerade eingetroffen. Du solltest dir als allererstes die Nachricht ansehen. Oh, Fate Rauta, Harkonnen. Ach, den kennen wir doch. Deine Fremen, die sind ja nur ein zusammengewürfelter Haufen. Und damit willst du den großen Harkonnen Angst einjagen? Lächerlich. Dieser Fate Rauta Harkonnen, er ist völlig verrückt und durchgedreht. Pass auf, Paul, er könnte dir noch sehr gefährlich werden. Bald sind unsere Fremen tüchtige Krieger. Die Harkonnen sind nördlich des Palastes in großer Zahl vertreten und dazu schwer bewaffnet. Nein, wenn wir schon angreifen müssen, dann lieber in Steelgars Heimatgebiet Erksun. Dort sind die Harkonnen weit vom Palast und Arrakin entfernt. Ihr Wunderpunkt ist genau dort. Geh und berichte dies dem Herzog, Paul. Vielleicht hört er ja auf dich. Okay, dann wollen wir ihn mal umstimmen. Tufi Hawat ist übervorsichtig. Ich bin noch nie vor diesen Harkonnen davongelaufen. Es hat keinen Zweck, ich werde in wenigen Stunden aufbrechen. Die Wache ist bereit. Du, mein Sohn, musst hierbleiben und meine Arbeit fortsetzen. Du machst deine Arbeit gut, deine Sache gut und ich bin stolz auf dich. Sollte ich nicht zurückkommen, Paul, so hoffe ich, dass ich dir immer als ein guter Vater und als ein Herzog, der im Angesicht der Gefahr Mut bewiesen hat, in Erinnerung bleiben werde. Leider können wir das nicht verhindern, Paul. Mach dir keine Sorgen und setze deine Arbeit fort. Nun gut. Wenn es denn sein soll. Danke, irgendwas Neues. Ich verstehe, dass du dir Sorgen um deinen Vater machst. Er wird schon wiederkommen. Aber das Leben hier muss weitergehen. Die Fremen, mit denen ich gesprochen habe, mein Gott, es tut mir leid, beklagen sich über Angriffe von Sandwürmern. Die Sandwürmer tauchen urplötzlich auf und greifen die Erntemaschine an. Wenn die Leute keine Ornithopter haben, können sie nicht nach Sandwürmern Ausschau halten. Paul, du musst uns Ornithopter besorgen. Tja. Mir ist zu Ohren gekommen, dass es in den Dörfern Schmuggler gibt. Sie bieten Ausrüstung und andere Gegenstände an. Unser Gewürzlagerbestand beträgt im Moment 6040 Kilogramm. Gut. Schmuggler? Fremen wohnen in Sitges. Die Dörfer wurden von Immigranten gegründet. Fremen gehen normalerweise nicht in die Dörfer. Wir wissen nicht aber genau, wo sie sich befinden. Leto ist fort. Okay, dann ist es bereits soweit. Weiß Tufir vielleicht etwas über die Dörfer? Ich mache mir Sorgen über die Harkonnen. Nun, da sie unsere Pläne kennen, werden sie sicher einige ihrer Männer bei uns einschleusen wollen. Hüte dich vor Sabotage, Paul. Du solltest jetzt in der Lage sein, einige entfernte Forts der Harkonnen angreifen zu können, aber sei vorsichtig. Das halte ich noch für verfrüht. Okay, Steelgar. Gut. Wo ist Hara eigentlich? Wo haben wir Hara gelassen? Hier. Ich war noch nie in einem Dorf. Ich kann mich an eine Geschichte über das Dorf im Fischmaul erinnern. Okay, ein Dorf im Fischmaul. Dann sollten wir das vielleicht mal suchen. Warte, ich möchte mitgehen. Okay. Ich war noch nie in einem Dorf. Ich kann mich an eine Geschichte über das Dorf im Fischmaul erinnern. Ja, dann komm mit. So. Fischmaul, kein Problem. Da kenne ich schon ein Ort. Denn hier sehen wir so einen Fisch. Und wenn wir da jetzt einfach mal hinfliegen in südwestliche Richtung, dann finden wir da vielleicht was. Und wir müssen unsere Fremen noch umpositionieren, das dürfen wir nicht vergessen. Ah, das machen wir vielleicht in der nächsten Folge. So, ich drehe mal ein bisschen nach links. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Ein Augenblick, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich habe dort links ein Dorf gesehen. Okay, geh dorthin. Mhm. Ein Schmuggler. Hier, sieh dir das an. Die besten Waren auf dem Wüstenplaneten. Alles, was das Herz begehrt.
Vielleicht habe ich was für dich. Ich habe einen Sandkriecher anzubieten für 1000 Kilogramm Gewürz. Oh weia. Ich kann bis 880 Kilogramm runtergehen und das ist ein Sonderangebot. Mann, 880 Kilogramm Gewürz für einen Sandkriecher. Der besten Qualität, bei solchen Preisen mache ich ja Verlust. Ist ja egal, ob ich was anderes für dich habe, lass mal überlegen. Ich habe einen Zopter anzubieten für 1980 Kilogramm Gewürz. Mann, 1980 Kilogramm Gewürz für einen Zopter der besten Qualität. Ach, geht's noch weiter runter? Ich feilsche nicht gerne um den Preis, aber ich kann dir ein Angebot machen. 1740 Gramm Gewürz. Okay, komm, das nehmen wir an. In Ordnung, man kann sich doch immer irgendwie einigen, nicht wahr? Die Ware gehört nun dir. Lass sie abholen und vergiss mein Geld nicht. So, Sandkriecher, nein. Noch ein Sandkriecher, nein. Ich sagte ablehnen. Okay, er hat nur noch den Sandkriecher. Gut, dann haben wir jetzt einen Thopter. Das ist ja wunderbar. Dann schauen wir mal über die Karte, ob wir Kontakt zu einem Trupp kriegen. Schauen wir, sind wir zu weit weg. Ist alles... Ja, wir könnten dahin Kontakt aufnehmen, aber hier nicht. Interessant, oder? Zu weit entfernt, okay. Gut, pass auf, wir fliegen... wir machen jetzt Folgendes, wir fliegen hier hin, lassen die Ausrüstung holen und verlegen dann den Trupp... Ne, wir müssen dahin. Die müssen sich den Zopter da holen. Okay, dann fliegen wir da hin. Also, mit dem Zopter hinfliegen. Und wieder eine Vision. Eine Nachricht ist dem Palast eingetroffen. Okay, das wird die Gewürznachricht sein vom Imperator. Aber lasst uns zunächst hier dem Trupp die Befehle geben. Ich bin all der Reisen mit dir müde, Paul. Ich möchte zurück nach Hause. Tuono Temin. Okay. Alles klar. Das kommt etwas ungünstig, aber können wir machen. Befehle an Trupps geben. Truppenaufgabe ändern. Ausrüstung suchen gehen. Okay, gut, die holen sich jetzt den Zopter. Und denen geben wir nun den Befehl, sich zu bewegen. Weil die sind hier auf einem schlechten Gebiet, die gehen hier hin. Und die... gehen auch dahin. Okay. So, Karte ausblenden. Okay, Leute. Ich würde sagen, für diese Folge haben wir genug erreicht. Wir müssen Hara zurück in ihre Heimat, in ihr Heimatseat springen. Und wir müssen in den Palast. Es ist eine Nachricht eingetroffen. Das alles dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, alles Gute, bleibt gesund. Euer Dr. Wolfsetz. Ciao.